Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Demenz-Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten, die gemeinschaftlich von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft und dem Medhoch II Verlag herausgegeben wird. In dieser Folge geht es um Delir. Bevor wir mit der Sendung beginnen, hier eine kleine Werbung. Demenz. Hinsehen, handeln, helfen. So lautet das Motto des diesjährigen Kongresses der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft, der vom 10. bis 12. Oktober 2024 in Fürth stattfinden wird. Alle zwei Jahre organisiert die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft einen Kongress, zu dem Menschen mit Demenz und deren Angehörige, haupt- und ehrenamtlich Tätige aus den Bereichen Beratung, Betreuung, Pflege und Therapie sowie alle am Thema Interessierten herzlich eingeladen sind. Dabei geht es um Themen wie Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Demenz, Angehörige begleiten und unterstützen, Aktuelles aus der Pflegepolitik, Technik und Digitalisierung, seltene Demenzformen wie frontotemporale Demenz sowie Prävention und vieles mehr. Gerahmt wird das Programm unter anderem durch Musik von Sarah Straub. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen, live und in Farbe. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.demenz-kongress.de. Etwa 30-40% der über 65-jährigen Patientinnen und Patienten in einem Krankenhaus entwickeln ein Delir. Besonders gefährdet sind Menschen mit Demenz. Das sind wirklich hohe Zahlen und ein Delir ist immer ein Notfall und geht mit einer erhöhten Sterblichkeit einher. Aber dennoch, das Delir ist relativ unbekannt. Mit dieser Sendung wollen wir das ändern und Angehörigen und professionell Pflegenden an die Hand geben, wie sie ein Delir erkennen können, was dann zu tun ist und wie einem Delir vorgebeugt werden kann. Was ist das eigentlich, ein Delir? Dr. Klaus-Maria Perrer ist Psychiater und Psychotherapeut mit dem Schwerpunkt Gerontopsychiatrie. In der Uniklinik Köln war er zuletzt verantwortlicher ärztlicher Leiter in einer großen universitären Palliativstation. Das Delir hat ihn sein ganzes Berufsleben begleitet, wissenschaftlich und klinisch. Delir ist in meinen Augen etwas durchaus sehr Faszinierendes, allerdings natürlich auch negativ Faszinierendes, weil das Delir zeigt auch die Verletzlichkeit unseres Gehirns. Delir ist etwas, was man von einer Demenz unterscheiden muss. Dummerweise kann ein Delir allerdings auch bei einer Demenz auftreten. Die Altenpflege hat früher gesagt, zur Demenz chronische Verwirrtheit und zum Delir akute Verwirrtheit. Das heißt, das Delir ist eher ein akuter, im weitestgehenden Sinne verwirrter Zustand, der sich relativ rasch entwickelt. Rasch entwickelt heißt innerhalb von Stunden, vielleicht weniger Tage. Es gibt eine ganze Reihe Gemeinsamkeiten zur Demenz. Das heißt, die Menschen sind durcheinander, sind desorientiert, die Aufmerksamkeit ist herabgesetzt, das Gedächtnis ist vielleicht herabgesetzt, sie sind unter Umständen auch unruhiger. Das alles ist eine Gemeinsamkeit. Der Unterschied ist allerdings, und das ist ein sehr wichtiger Unterschied, dass das Bewusstsein nicht mehr so klar ist. Das heißt, die Menschen sind entweder sehr, sehr müde, bis auch, dass sie sehr schläfrig sind, dass sie etwas stärkere Ansprache auch brauchen, um dann zu reagieren und wach zu werden. Allerdings kann es auch sein, dass sie nicht in der Lage sind, sich auf einen Gedanken zu konzentrieren, dann auf einmal abweichen, der ganzen Situation nicht mehr folgen können. Dahinter steckt eigentlich, wenn Sie so wollen, eine Fehlfunktion, eine misslingende Funktion des Gehirns. Wenn ich Patienten versucht habe, das zu erklären oder auch Angehörigen, dann habe ich immer wieder gesagt, dass die Kommunikation der Nervenzellen miteinander nicht mehr so richtig funktioniert. Wodurch ein Delir ausgelöst wird, das hat die US-amerikanische Professorin Sharon K. Inouye bereits vor mehr als drei Jahrzehnten beschrieben. Dr. Perrer nennt ihre Forschung
bahnbrechend. Die hat damals gesagt, okay, wir müssen zwei Sachen unterscheiden und das ist auch nach wie vor gültig. Wir haben auf der einen Seite Risikofaktoren, also Situationen, die ein menschliches Gehirn einen Menschen empfindlich dafür macht, sensibel dafür macht, verletzlich macht, ein Delir zu entwickeln. Da haben wir das höhere Lebensalter, da haben wir auch die Demenz, da haben wir ja das, was man so landläufig sagt, unter Austrocknung. Das heißt, die Menschen trinken so wenig, dann hätten wir aber auch die extreme Blutarmut, da haben wir einen Medikamentenmissbrauch, da hätten wir aber auch starke Schmerzen und Ähnliches. Wichtig ist auch zu unterscheiden, es gibt im Grunde genommen Faktoren, die ein starkes Risiko darstellen, wie zum Beispiel das höhere Lebensalter. Ab 70 wird das so in der Regel angegeben. Und andere Sachen, die haben eine geringere Verletzlichkeit, das ist zum Beispiel die Einsamkeit oder wenn jemand also sehr, sehr einsam lebt und dadurch auch wenig Sinnesreize bekommt. So, das ist der Teil, der uns empfänglich macht dafür oder verletzlich macht dafür, ein Delir zu entwickeln. Dazu muss dann aber eben noch etwas von außen kommen, etwas ein schädigender Einfluss. Das kann dann zum Beispiel der chirurgische Eingriff sein, die Narkose, können Medikamente sein, das kann eine Entgleisung des Zuckers sein, das kann die akute Infektion sein, dass ich vielleicht eine Lungenentzündung habe oder eine Blasenentzündung. Das kann sein, dass ich einfach viel, viel, viel zu wenig Schlaf habe. Das kann aber auch sein, dass ich in eine fremde Umgebung komme. Das heißt also, wenn ich alt bin, über 70, wenn ich dement bin und ich komme dann in eine fremde Umgebung wäre eher niedrig schädigendes Situation, aber das reicht dann unter Umständen trotzdem, dass ich delirant werde. Also das ist so das, was wir auch gelernt haben in den Jahren. Das ist, wie gesagt, auf der einen Seite diese, wie das so heißt, Prädispositionen gibt, auf der anderen Seite, dass es aber einen schädigenden Zustand, Eingriff, Situation dann noch geben muss. Und das zusammen löst dann ein Delir aus. Die Mutter von Mercedes entwickelte vor knapp einem Jahr ein Delir, das, wie sie mir sagte, das Leben der Familie komplett auf den Kopf stellte. Vor dem Delir lebte sie selbstständig in der Nähe der Tochter, war eingebunden in einen großen Freundeskreis und ging ins Theater und ins Kino. Also eigentlich so, wie man sich das Leben im Alter eigentlich vorstellt, wie man leben möchte. Und war wirklich komplett selbstständig. Ein paar kognitive Einschränkungen waren zwar da, mit denen sich aber ganz gut leben ließ. Und auch Fachleute wie ein Neurologe und ein Psychologe machten sich nach Tests keine großen Sorgen. Ich habe natürlich sehr wohl mitbekommen, dass meine Mama tüdelig war. Hier eine EC-Karte verlegt, da was gekauft, Gutscheine gekauft. Ach Mensch, ich weiß gar nicht, wo ich die hingepackt habe. Ich bin beklaut worden zu Hause, im eigenen Zuhause, wobei da keiner eigentlich hinkommt und nur ich den Schlüssel hatte. Und ich habe es auch immer noch als tüdelig abgetan. Ich dachte, Mama ist jetzt 79, die darf das, ne? Und auch wenn ich bei ihr war, Wohnung war immer alles in Ordnung. Also sie war wirklich eine komplett selbstständige Frau und an dem Wochenende, sage ich mal, wo dann die Kehrtwende kam, da war sie an dem Samstag noch mit einer Freundin essen, ist dort zu Fuß hin, war shoppen und ist abends total happy zurück. Das war ein Samstagabend, das habe ich noch ganz genau in Erinnerung. Und dann kam der Sonntag. Ein Tag mit über 30 Grad Außentemperatur. Ihre Mutter hatte schon vorher über Schnupfen geklagt, der bei ihr erfahrungsgemäß in eine Bronchitis übergeht. Mercedes war unterwegs und bekam eine WhatsApp-Nachricht ihrer Mutter, dass der Abfluss verstopft sei. Sie bat sie, ihre Familie zu Hause zu kontaktieren, die Hilfsmittel bereitstellen würde. Dann hörte sie nichts mehr. Und das war ungewöhnlich. Und Montagvormittag bin ich üblich arbeiten, kriegte keinen Kontakt zu meiner Mutter, ich war nervös. Und mein Mann ist dann zu ihr in die Wohnung und rief mich an und sagte, du musst dich um Mama kümmern, die ist irgendwie ganz anders, ist verwirrt und muss gefallen sein, weil sie blutet am Kinn, aber sie weiß dazu nichts mehr.
Meinte er, ich finde, du müsstest ins Krankenhaus, es muss genäht werden. Meinte er, ich weiß es nicht, aber bitte komm. Naja, dann bin ich relativ zügig dann hin und habe meine Mutter ja, mir angeschaut und merkte schon auch an dem Blick, es war eine ganz andere Person. Das Kinn war offen und es tropfte dann auf ein weißes Shirt, was sie anhatte. Und ich so, oh Mensch, Mama, meine ich, du bist gestürzt. Was? Ich bin gestürzt? Meine ich, ja, aber du blutest doch hier, das muss doch wehtun. Ach, weiß ich nicht mehr. Meine ich, Mensch, wo bist du denn hingefallen? Keine Ahnung. Ihre Hausärztin war im Urlaub. Für das Krankenhaus erschien Mercedes die Wunde zu wenig dramatisch. Deshalb ging sie mit ihrer Mutter in die Hausapotheke, wo Blutdruck gemessen und an die Medikamente erinnert wurde. Außerdem wurde Mercedes klar, dass ihre Mutter bisher nichts gegessen hatte. Dann habe ich sie also erstmal versorgt und bin dann noch eine ganze Weile bei ihr geblieben und wusste auch nicht so recht, ja, was machst du denn jetzt? Also ich fühlte mich nicht gut, sie dann die Nacht über alleine zu lassen, zumal ja auch immer zwischendurch noch schwindelig war. So ein bisschen so, sie schwankte so wie so ein Schiff einfach. Konnte mir aber auch nicht klar mitteilen, wann es passiert, also beim Aufstehen, beim Laufen oder beim Hinsetzen, das war alles. Sie konnte sich auch wirklich nicht klar ausdrücken. Also es war nicht meine Mama, die da saß. Dann bin ich Dienstag früh vor der Arbeit gleich hin und dann saß sie da im Schlafanzug. Ja, wie hast du geschlafen? Ja, ich glaube gar nicht. Wieso bist denn du hier? Meine ich, naja, ich wollte jetzt vor der Arbeit gucken, dass mit dir gucken, Frühstück, Medikamente. Wieso, wie spät ist es denn? Ist doch abends. Meine ich, nee, Mama, es ist morgens. Gucke mal, hier ist die Uhr und das ist draußen, ist hell. Ach, verstehe ich alles nicht mehr. 4 Tage später, endlich, war die Hausärztin wieder zurück und Mercedes schickte ihre Mutter dorthin. Das ging nicht gut. Sie kam mit vielen Verletzungen zurück, da sie im Treppenhaus der Ärztin sehr unglücklich gefallen war. Sie fing Freitagabend an zu halluzinieren. Und ganz ehrlich, ich wusste eigentlich gar nicht, die Woche war ein Albtraum für mich. Ich wusste gar nicht, was passiert. Ich wusste nur, das ist irgendwie nicht meine Mama, die da ist. Also das war eine fremde Frau mit Symptomen, wo ich überhaupt nichts anfangen konnte. Und dann war es für mich eigentlich klar, ich schrieb dann mit der Ärztin am Wochenende, habe gesagt, ich brauche bitte am Montag eine Krankenhauseinweisung. Dort wollte man Mercedes' Mutter nicht aufnehmen. Die haben dann geröntgt aufgrund der Stürze, Fuß, Hände, Lunge wegen der Bronchitis. Dann haben sie ein MRT gemacht und konnten nichts finden. Die Neurologin dort sagte, nö. Nee, die Chirurgin, Entschuldigung. Alles in Ordnung mit ihrer Mama. Aber ich schicke gleich nochmal die Internistin wegen der Lunge. Meinst du, also ich habe keinen Grund, sie hier aufzunehmen. Das war für Mercedes inakzeptabel. Es scheint, dass viele Krankenhäuser eher auf messbare Werte eingestellt sind. Delir als nicht handfest greifbare Erkrankung gehört nicht dazu. Ihre Mutter wollte raus, auch weil sie starke Raucherin ist. Das Krankenhaus wollte sie nicht aufnehmen, aber Mercedes spürte, dass es keine gute Idee wäre, wieder nach Hause zu gehen. Eine junge Ärztin erkannte ihre Verzweiflung und so konnte ihre Mutter bleiben. Am nächsten Tag dann sprach die Ärztin Mercedes an. Sie sagte, ach gut, dass ich sie treffe. Sie müssen mir mal was zu ihrer Mutter erzählen. Ich so, ja. Wie lebte ihre Mutter bisher? Und dann habe ich das auch erzählt. Und Samstag noch unterwegs und Reha-Sport. Und was ist dann passiert? Dann habe ich das alles erzählt. Meinst du, weil ich habe, als ich vor dem Bett stand, 3-mal auf die Patientenakte geguckt, ob ich bei der richtigen Patientin bin, weil die Berichte der Notaufnahme ließen einen ganz anderen Patienten darstellen. Meinte ich, ja, wahrscheinlich konnte meine Mutter dann auch über einen gewissen Zeitraum, konnte sie spielen und das ist jetzt zusammengebrochen. Meinst du, ihre Mutter ist ja durch den Wind? Ja, kurzum, sie ist dann nach 3 Tagen in die Geriatrie gekommen. Und man konfrontierte mich dann mit dem Wort demenziellen Delirium. Und ich wusste gar nicht, was war. Also der körperliche Zustand verschlechterte sich auch dahingehend. Ihr war immer mehr schwindelig. Die saß dann im Rollstuhl. Sie war dort im Zweibettzimmer und konnte gar nicht mehr abgrenzen, was sind meine Sachen, was sind die Sachen der Bettnachbarin. Sie hat sich da durch die Schränke gewühlt, hat alles aufgerissen, hat auf dem Zimmer geraucht, ist natürlich verwarnt worden,
ist nachts die Gänge hoch und runter, ist nachts in andere Patientenzimmer rein. Es war schwierig. Die haben weitere Untersuchungen gemacht, ganz ehrlich, was alles an Untersuchungen gemacht wurde, fand ich grandios. Und dann hat man mir aber eigentlich schlussendlich nach gut 4 Wochen Krankenhaus dann gesagt, so, wir können ja jetzt nichts mehr tun. Und meine Diagnose, ja, wir warten jetzt noch das eine Ergebnis der Lumbalpunktion, also Rückenmarkswasserabnahme ab. Aber ansonsten müssen wir erstmal vom dementiellen Delirium ausgehen. Ja, also ihre Mutter wird ja nicht mehr alleine wohnen können. Und dann ist die Sozialstation des Krankenhauses auf mich zugekommen und hat gesagt, ihre Mama muss ins Pflegeheim. Und so war es. Mercedes fand in einer Hauruck-Aktion ein Pflegeheim, das sich immerhin als gut herausstellte. Das Leben änderte sich also von einem Tag auf den anderen. So zwischendurch, also so rückblickend dann, boah, ich fühlte mich wirklich eine Zeit auch echt alleine gelassen. Ich war hilflos, ich hatte da eine Person sitzen, die ich nicht kannte. Ja. Die Mutter von Mercedes lebt nun seit etwa einem Jahr in dem Pflegeheim. Mittlerweile ist sie dort gut angekommen und nimmt an Aktivitäten teil. Die Geschichte scheint mir durchaus typisch zu sein, denn oftmals ist Delir nicht bekannt, wird zu spät oder gar nicht erkannt, auch von ärztlichem Personal, obwohl es so häufig vorkommt. Dr. Perra hat hier nochmal die Zahlen. Also wenn Sie mal gucken in der Geriatrie, also in der Altersmedizin, in der Inneren, da, wenn Sie dort als älterer Mensch eingeliefert werden, da haben 30-40% kommen auch mit einem Delir. Grob gesprochen gibt es das hypoaktive und das hyperaktive Delir. Es gibt auch Mischformen und beide Formen können auch nebeneinander stehen und relativ rasch wechseln. Häufiger als das Hyperaktive kommt das Hypoaktive Delir vor. Die Patientinnen und Patienten wirken teilnahmslos und zurückgezogen. Im Krankenhaus sind sie also nicht sehr auffällig und in großen Anführungsstrichen pflegeleicht. Das Hyperaktive Delir kommt seltener vor, wird aber eher bemerkt, da es mit motorischer Unruhe und zum Beispiel auch mit unkooperativem Verhalten einhergeht. Das fällt im Krankenhaus natürlich eher als störend auf, wird aber oftmals auch als Begleiterscheinung einer Demenz gesehen. Gerade so diese Bewusstseinsstörungen, wenn die Leute nicht so ganz, ganz schläfrig sind, sondern nur nicht so richtig aufmerksam sind, ja, das finden sie bei der Demenz ja zum Teil auch. Also das dann zu unterscheiden, ist eine Herausforderung. So, das muss man trennen, das muss man deshalb trennen, weil man beim Delir gut reagieren kann und wenn sie Glück haben, ist das innerhalb. Also wenn Sie zum Beispiel viel zu wenig getrunken haben und Sie kriegen die Infusion, ist das Delir schlagartig weg. So. Was allerdings sein kann, ist, dass Sie zu einer Demenz auch noch ein Delir bekommen. Was dann wieder eine zusätzliche Herausforderung ist. Aber auch da ist es so, da verändert sich dann akut etwas. Da wird die sogenannte Verwirrtheit bei Menschen mit Demenz deutlich stärker. Da muss man dann eben auch reagieren. Wir haben es von Mercedes vorhin gehört. Es hat lange gedauert, bis die Diagnose gestellt wurde. Und wir haben es von Dr. Perra gehört. Es ist nicht banal, aber so wichtig, sie schnell zu stellen. Mir scheint, dass das Wissen über Delir beim medizinischen Personal noch nicht überall voll ausgebildet ist. Das ist bei den beiden folgenden Interviewpartnerinnen anders. Beide arbeiten im Krankenhaus, beide sind auf Delir spezialisiert. Dr. Wiebke Brenneisen ist Fachärztin für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Notfallmedizin. Sie arbeitet als Oberärztin am St. Franziskus Hospital Münster. Dort leitet sie die perioperative Altersmedizin. Unser Ziel ist es, dass wir ein Delir bei den Patienten gar nicht erst entstehen lassen. Das heißt, unser Schwerpunkt ist eben die Prophylaxe, dass wir es verhindern. Ganz konkret bedeutet das, dass wir die Patienten, die operiert werden und die ein hohes Risiko haben, ein Delir zu entwickeln oder zu erleiden, für die ersten Tage um die Operation herum begleiten. Das heißt, eine Pflegefachkraft der perioperativen Altersmedizin ist an der Seite des Patienten, geht mit ihm oder ihr in den OP, ist bei der Narkoseeinleitung dabei und im Falle einer sogenannten Teilnarkose ist sie auch die ganze Zeit anwesend, also während der Operation.
Sie betreut ihn anschließend im Aufwachraum und die ersten Tage nach der Operation. Dazu muss man sagen, dass die Kolleginnen stationsunabhängig arbeiten. Das heißt, in der Regel leisten sie keine eigentliche Pflege am Patienten, sondern sie agieren letztendlich bedarfsadaptiert, führen eine Tagesaktivierung durch, ein kognitives Training, helfen bei der Nahrungsaufnahme, sind im engen Kontakt mit den Angehörigen, schauen sich die Laborwerte an jeden Tag, schauen ab und zu mal über die Medikamente, sind im Austausch da mit dem Pflegepersonal und auch dem ärztlichen Kollegen der betreuenden Fachdisziplin, helfen mal bei der Mobilisation und screenen natürlich auf ein Delir. Das heißt, es ist eben eine sehr intensive und individuelle Behandlung, die eben das Ziel hat, Delir-Risikofaktoren frühzeitig zu erkennen und diese zu beheben und ein Delir eben gar nicht entstehen zu lassen. Wenn Sie sich vorstellen, Sie kommen ins Krankenhaus, Sie sehen an einem Tag rund um eine Operation sicherlich 50 verschiedene Gesichter. Und das kann gerade bei Patienten, die vielleicht sowieso vor einer Operation stehen und vielleicht ein bisschen ängstlich sind, nicht wissen, was sie erwartet, Ängste auslösen. Und Ängste bedeutet Stress und Stress ist letztendlich auch ein Delir-Trigger. Und da hilft es, wenn man ab und zu eben in ein bekanntes Gesicht, in bekannte Augen gucken kann, die dann eben Ruhe ausstrahlen, die einfach anwesend sind und die vor allem immer wieder kommen und letztendlich so eine Kontinuität darstellen. Im Marienkrankenhaus in Soest nennt sich das OBS. Orientierung, Begleitung, Schutz. Das OBS-Team wird geleitet von Karin Müller. Sie ist examinierte Pflegefachkraft und Pflegeexpertin für Menschen mit Demenz. Es ist tatsächlich so, dass es ein Thema ist, was immer so ein bisschen untergeht im Krankenhaus. Wenn Laborwerte nicht stimmen oder ein Blutdruck nicht richtig ist, also irgendwelche Fakten nicht stimmen, dann reagiert man sofort. Aber wenn im Kopf was nicht richtig ist, wird nicht richtig ernst genommen. Das ist sowohl ein pflegerisches als auch ein ärztliches Thema, was einfach nicht so behandelt wird. Tatsächlich in meiner Ausbildung kann ich mich nicht daran erinnern, dass es wirklich thematisiert wurde. In Ihrer jetzigen Klinik war und ist das anders. Und Frau Müller geht auch nach außen und gibt ihr Wissen über Delir weiter. Wenn ich jetzt Schulungen gebe, sage ich immer, wenn Angehörige sagen, mein Vater, meine Mutter, wer auch immer, hat sich von heute auf morgen verändert, dann muss man immer hellhörig werden. Also wenn es wirklich eine totale Veränderung gab, dann muss man eigentlich immer hellhörig werden und immer das Delir im Hinterkopf haben. Frau Müller und Frau Dr. Brenneisen arbeiten zwar in unterschiedlichen Kliniken, aber beide eint, dass sie Menschen, die gefährdet sind, ein Delir zu entwickeln, im Krankenhaus nah begleiten. Gehen wir mal mit beiden die verschiedenen Stationen eines Krankenhausaufenthaltes durch und hören, was man jeweils tun kann, um ein Delir möglichst zu verhindern. Schon vor einem, zumindest geplanten, Eingriff können Patientinnen und Patienten einiges selbst in die Hand nehmen. Wenn sie 4 Wochen, manchmal 6 Wochen ja auf eine Operation warten, ist es sicherlich sinnvoll, diese Zeit effektiv zu nutzen. Und da ist zum Beispiel ein Baustein, dass sie sich körperlich bewegen, dass sie Muskelaufbautraining machen, soweit das eben für sie möglich ist, je nachdem, was eben bei ihnen für eine Operation ansteht. Normalerweise ist es so, dass sie nach einer Operation bekommen sie am ersten postoperativen Tag eine Physiotherapie. Das ist sinnvoll, das ist gut, das muss auch so weitergeführt werden. Aber das ist natürlich der Zeitpunkt, wo ihr Körper aufgrund der Operation eigentlich ja am schwächsten ist und sie die Muskulatur auch durch die Operation, durch die eventuell kurzzeitige Immobilität geschädigt ist. Und da ist im Grunde der Ansatz, dass sie sich überlegen, dass sie die Muskulatur eben vorher kräftigen, um in einen besseren Ausgangszustand zu kommen für die Operation. Das verfolgt so ein bisschen das Konzept, was dahinter steckt, ist das Konzept der Prähabilitation. Das ist nicht nur körperliches Training. Da sind noch andere Bausteine, wie beispielsweise Ernährung, dass sie vielleicht zu ihrem Hausarzt gehen und dass er mal guckt, wie ihr Eisenspiegel, wie ihr Vitamin B12, Folsäure und so weiter, wie da der Status ist und dass sie da vielleicht noch ein bisschen was optimieren können. Ein weiterer Baustein ist letztendlich der Baustein der Entspannung oder auch der Entwöhnung.
Auf der Webseite der perioperativen Altersmedizin des St. Franziskus Hospitals in Münster gibt es Videos mit Übungen. Sie finden den Link unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de. Wenn der Krankenhausaufenthalt dann ansteht, sollte man gut mit Flüssigkeit versorgt sein und Brille und Hörgeräte sollten auf jeden Fall mit ins Krankenhaus genommen werden. Die werden gerne zu Hause gelassen, aus Angst, dass sie wegkommen könnten. Aber diese und andere vertraute Hilfsmittel sind für die Orientierung extrem wichtig. Das erlebt Frau Müller tagtäglich. Also achten Sie bitte wirklich darauf, dass Sie genug trinken. Bringen Sie Ihre ganzen Hilfsmittel mit, die Sie brauchen, damit wir Sie schnell wieder mobil bekommen. Ja, ich habe zu Hause einen Rollator, den habe ich aber nicht mit. Aber wir haben ja auch im Krankenhaus nicht so viele Rollatoren, dass wir jedem einen Rollator hinstellen können. Ne, also es sind so Kleinigkeiten oder auch das richtige Schuhwerk, nicht nur Schlappen, damit man wirklich sicher mobil ist. Es sind so viele kleine Bausteine, mit denen man versucht, das Bestmöglichste rauszuholen. Im Marienkrankenhaus in Soest wird bei der Aufnahme von Patientinnen und Patienten ab 70 automatisch ein geriatrisches Screening durchgeführt. Und wenn da eine Auffälligkeit ist, kriegen wir automatisch ein Konsil. Das ist der eine Weg. Die Patienten gucken wir uns entweder persönlich an, beziehungsweise schauen wir uns die Dokumentation an und die Anamnese, was die Ärzte geschrieben haben, und gehen dann in Rücksprache mit den Pflegekräften, ob da ein Bedarf ist oder nicht. Und natürlich können zusätzlich auch Konsile von allen, die im Haus arbeiten, pflegerisch und ärztlicherseits gestellt werden. Das heißt, wir haben auch mal jüngere Patienten mit einer kognitiven Einschränkung, die wir mitbetreuen. Ne, oder manchmal kriegen wir auch nochmal ein Rekonsil. Jemand, der, als wir uns den das erste Mal angeguckt haben, eigentlich fit schien und gut zurechtgekommen ist und sich dann vielleicht doch verschlechtert hat während des Aufenthalts. Oder vielleicht auch erst 69 ist und deswegen noch nicht im Raster war. Also wir werden im ganzen Haus angefordert, im Prinzip so ein bisschen wie die Physiotherapeuten, die im ganzen Haus unterwegs sind. Manchmal erkläre ich das Patienten so, dass wir sind die Physiotherapie für den Kopf, damit der Kopf auch gut durch den Krankenhausaufenthalt kommt. Zurück nach Münster zu Frau Dr. Brenneisen. Wie läuft das ganz konkret ab in der perioperativen Altersmedizin? Nehmen wir mal einen ganz alltäglichen Eingriff. Wenn Sie sich vorstellen, dass Sie als Patientin 75 Jahre alt sind und vielleicht schon länger einen Verschleiß am Kniegelenk haben und Sie benötigen, um wieder schmerzfrei laufen zu können, ein neues Kniegelenk. Und Sie stellen sich bei uns in der Klinik vor. Zusätzlich haben Sie vielleicht noch eine Brille, ohne die Sie schlecht sehen können. Und Sie sind sehr schwerhörig. Mit beiden Hörgeräten können Sie gut hören, aber ohne die sind Sie eben nahezu taub. Und wenn wir uns noch ein bisschen weiter was vorstellen, zusätzlich sind Sie vielleicht noch an einem Morbus Parkinson erkrankt. Wenn Sie jetzt zu dieser geplanten Operation zu uns kommen, gibt es ja immer so einen Vorbereitungstag. Und an diesem Vorbereitungstag, wo Sie dann eben auch zum Chirurgen gehen, werden Sie ja auch in der Narkosesprechstunde vorstellig. Dort werden Sie vom Narkosearzt über Ihre medizinische Vorgeschichte gefragt und wir bieten Ihnen dort eben das für Sie geeignete Narkoseverfahren an und besprechen das mit Ihnen. In diesem Gespräch, was der Narkosearzt mit Ihnen führt, wird gleichzeitig das Delirrisiko bei uns erhoben, also Ihr spezielles Delirrisiko erhoben. Das merken Sie gar nicht. Also Sie müssen sich das nicht vorstellen, dass Sie dort getestet werden, sondern das sind Fragen, die einfach im Hintergrund beantwortet werden. Und so entsteht eben dieses Screening. Allein anhand der Vorerkrankung, wie eben beispielsweise bei Ihnen der Morbus Parkinson und diese Schwerhörigkeit, würde dann in dem Fall eben das Screening positiv ausfallen und der Narkosearzt würde dann unmittelbar, und das ist eben der Vorteil, wenn man eine digitale Patientenakte hat, sofort eben ein Konsil an die perioperative Altersmedizin stellen mit der Bitte, dass eben der Patient oder die Patientin begleitet wird. Nach der Operation ist Reorientierung ganz wichtig. Wo sind Sie überhaupt hier? Wo sind Sie gerade wach geworden? Was haben wir für einen Tag? Was haben wir für eine Uhrzeit? Das ist erstmal so das Wichtigste. Wir sorgen dafür, dass die Hörgeräte wieder eingesetzt werden, eine Brille aufgesetzt wird, Zahnprothesen eingesetzt werden, dass also alle Sinne wieder beieinander sind, was ganz, ganz wichtig ist in der Delirprophylaxe. Wenn Sie im Aufwachraum sind, ist die Kollegin der perioperativen Altersmedizin am Bett und fragt nach und reagiert letztendlich
das, was Sie in dem Moment benötigen, sage ich jetzt mal. Wenn Sie Durst haben, bekommen Sie was zu trinken. Wenn Sie Schmerzen äußern, wird sie auch dafür sorgen, so wie natürlich das Pflegepersonal des Aufwachraums auch, dass diese Schmerzen behoben werden oder gelindert werden. Wenn Sie mit Ihren Angehörigen telefonieren möchten, und das ist uns auch ein besonderes Anliegen, dann wird dort eben die telefonische Verbindung hergestellt. Ich sage mal so ganz grob das, was Sie in dem Moment benötigen. Wenn Sie Ruhe haben möchten, dann bekommen Sie die natürlich auch. Also Sie dürfen sich das nicht vorstellen, dass wir permanent bei Ihnen sind. Aber wir versuchen Sie eben einfach gut durch diese Phase durchzubringen. Und dann geht es darum, ganz individuell auf die Patientinnen und Patienten einzugehen. Manchmal gehen wir auch mit den Patienten in den Park oder über den Flur, je nachdem, oder auch Bewegungsübungen auf der Bettkante. Ganz unterschiedlich. Wir sorgen aber auch, wenn wir merken, dass ein Patient sehr agitiert ist, also sehr angespannt wirkt, machen wir auch Entspannungssachen, Körperwahrnehmungen, Fantasiereisen. Wir haben Kollegen, die lesen gerne was vor. Manchmal spricht man dann im Nachhinein über den Text, der vorgelesen wurde. Also das ist auch das. Wir arbeiten viel mit Musik. Wenn wir Patienten haben, die auch so nicht damit klarkommen, dass sie alleine sind, wenn man dann ein bisschen Musik anmacht, diese gerne hören, fühlen die sich oft schon geborgener. Damit kann man ganz viel erreichen, spannenderweise. Wir haben auch extra für Demenzpatienten Hörbücher, wo das nur immer so ganz kurze Geschichten sind, damit die der Sache auch folgen können. Na, da gibt es ganz viele verschiedene Ansätze, mit denen wir arbeiten. Auch Mobilisation ist wichtig, damit die Menschen im Tag-Nacht-Rhythmus bleiben. Weil wenn man den ganzen Tag nur döst, dann ist man ja irgendwann auch wirklich nicht mehr richtig müde. Das ist total wichtig, und auch die Alltagskompetenzen, die vorhanden sind, zu stärken, zu nutzen, zu fördern, ein Sicherheitsgefühl zu vermitteln, ist auch super wichtig. Und halt Vermeidung von Komplikationen, indem wir zum Beispiel darauf achten, dass jemand genug trinkt. Ne, weil auch eine Exsikose, also zu wenig Flüssigkeit, dazu führen kann, dass jemand durcheinander ist und in ein Delir rutscht. Ganz wichtig sind die Angehörigen. In der Regel sind die Angehörigen die, die den besten Zugang haben und auch die beste Konstante sind. Das ist einfach so. Da können wir nicht mithalten. Sie können auch wichtige Hinweise geben. Hat jemand beim Schlafen immer Socken an und ist eventuell im Krankenhaus unruhig, weil ihm dort die Socken ausgezogen wurden? Wir hatten auch schon einen Patienten, der schlief immer mit Brille. Aber wenn man sich weiß, setzt man natürlich jemanden die Brille ab. Ne? Das sind so Feinheiten. Oder manchmal haben wir auch schon Patienten gehabt, die haben eine Uhrzeit, zu der die immer unruhig sind. Wenn wir aber wissen, der ist unruhig und das hat er jeden Tag, großen Bewegungsdrang, und zwar immer so um 21 Uhr, aber dann hat er das eine Stunde und dann legt er sich wieder hin, dann können wir natürlich ganz anders damit arbeiten, als wenn man schon nach 10 Minuten denkt, oh nein, wie sollen wir die Nacht rumkriegen, wenn der so unruhig ist. Ne? Also das sind einfach so Informationen, die helfen, oder auch Informationen über, manchmal gibt es auch so Themen, wenn jemand unruhig ist, aber wenn man den anspricht auf seinen Hund, kriegt man ihn immer da raus. Ja, da hat man ein Gesprächsthema, das kann auch manchmal helfen, dass man einfach weiß, was sind so Themen, auf die gut anspringen. Ne, also was ist ihnen wichtig gewesen im Leben? Spielte eine große Rolle? Ne, das ist auch oft etwas, wo man gut mitarbeiten kann. Und natürlich helfen vertraute Fotos, Düfte, das Kopfkissen, die Musik, die man ins Krankenhaus mitgeben kann. Ich möchte gerne die Sendung mit Mercedes beschließen. Auf die Frage hin, was sie sich rückblickend gewünscht hätte, war sie ganz klar. Ich hätte mir gewünscht, dass ich vorher von dem Thema schon was gehört hätte. Dann hätte ich das sicherlich einordnen können. Ich habe das einfach, glaube ich, auch zu lange in sich ruhen lassen. Ich war überfordert. Denke aber, wenn ich vorher mit dem Thema schon vertraut wäre, hätte ich zumindest gewusst, was das ist, und hätte vielleicht auch dann eben anders gehandelt. In diesem Sinne hoffe ich sehr, dass wir Sie mit dieser Sendung für das Thema Delir sensibilisieren konnten. Scheuen Sie sich nicht, Ärztinnen und Ärzte darauf anzusprechen, wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr An- oder Zugehöriger vielleicht betroffen ist. Einige weiterführende Links finden Sie unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de. Unter anderem auch die von Dr. Perra sehr empfohlene Seite delir.info, auf der man sich umfassend über das Delir, das Erkennen und die Behandlung informieren kann.
Wenn Sie finden, dass wir im Demenz-Podcast bestimmte Themen angehen sollten, dann schreiben Sie uns eine Mail an info@demenz-podcast.de. Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön.